Also wir pflanzen heute die Donau-Schwarzpappe, ein Baum, der in der Donau ausgestorben war. Und der Herr Kuhn ist unser Forscher und der Hofmann ist der Initiator vom Schwäbischen Albverein von dieser Pflanzaktion. Herr Hofmann, jetzt sagen Sie aber noch etwas. Also der Hofmann war der Initiator, wie er auf die Idee gekommen ist und was der Anlass war. Ja, auf die Idee bin ich 2017 gekommen. Und 2017 war ich zur Donau-Renaturierung bei Ehingen. Und da haben die so ein Projekt, da haben die auch mehrere Donaupappeln gepflanzt. Und dann habe ich mir da einen Prospekt mitgenommen. Naja, dann war aber der Funke noch nicht übergesprungen, sondern erst ein halbes Jahr später, wo es um die Planung des 125-Jahr-Feiers ging, der Schwäbischen Albvereinhausen. Da kam mir die Idee, das wäre doch was, da könnten wir was draus machen. Da können wir bei den nächsten 25 Jahren, bei 150 Jahren und bei 200 kann dann die Jugend, die heute mithilft, kann dann danach gucken. Und so sind wir da drauf gekommen. Und dann ist da unser Vorstand auf die tolle Idee gekommen, dass bei der 125-Jahr-Feier die Ortsgruppen, die hier rundherum wohnen, die haben sich jetzt Bäume abgeholt und pflanzen die bei sich im Ortsgebiet, aber auch am Donau oder an den Zufluss einer Donau. Und dadurch ist natürlich nicht nur Hausen ein Standort der Neueinführung der Donau-Schwarzpappe, sondern so sind es 9 Standorte. Und Herr Kuhl erklärt uns jetzt kurz, wo wir die Bäume pflanzen und warum und wie das dann auch ein bisschen funktioniert. Wir haben in der Vorbereitung haben wir Standorte ausgesucht, die zum einen im Gemeindeeigentum sind, zum anderen gut erreichbar sind für Pflegearbeiten und Gießarbeiten und Kontrolle vom Anwuchs. Und es sollte möglichst nah an der Donau sein, aber kann auch mal Hochwasser drüber gehen. Aber wir haben jetzt halt Flächen gesucht, wo der Standort, ein kiesiger Untergrund mit Donaukies passt. Der Herr Hofmann hat einen Pflanzplan gemacht, immer Männlein und Weiblein gemischt, weil die zweihäusig sind und immer verschiedene Geschlechter beieinander stehen müssen zur Befruchtung und Weiterverbreitung. Und dann haben wir jetzt alle 12 Meter einen Punkt gemacht und da vergraben wir die jetzt. Aber ich würde schon gleich mal einen Eimer Wasser mit reinleeren. Ja, klar. Ja. Dann brauchen wir die Schöpfkelle. Jetzt warten wir mal, bis wir den haben. Mit dem Wasser sind wir nachher nochmal durch. Jetzt tun wir kein Wasser mehr rein, weil. Durch versaufen, man erhebt nichts. Die denkt man ja auch wieder drauf, da die Grasnarbe, oder? Ja, die drehen wir rum, das Gras nach unten. Ja. Und dann kann das ja verfaulen. Jawohl. Herr Hofmann, woran erkennt man Männlein und Weiblein? So im dürren Zustand nicht weiter, nur durch die Kennzeichnung der Baumschule. Und die Baumschule hat ja hier überall diese Schilder dran. Populus nigra Donau. Als richtiger Name Donau, das ist sehr wichtig. Und bei den Menschen haben sie hier hinten, beispielsweise, das ist hier die Nummer für die T26M. Und dann ist das ein Männchen. Wenn da nur 25 ist, dann ist es ein Weibchen. Die ersten 2 bis 3 Jahre muss man immer mal in Trockenperioden gießen, weil die dann an das Grundwasser noch nicht rankommen. Die stehen ja hier nur etwas erhöht auf der Böschung und dann kommen sie nicht ans Grundwasser ran. Aber in 2, 3 Jahren haben sie dann genügend Wurzeln gebildet und können dann vom Grundwasser genügend Wasser ziehen. Bevor wir die Pflanzen in den Boden setzen, führen wir einen Pflanzschnitt aus, wie man es eigentlich auch kennt aus Gartenbüchern, wenn man Obstbäume pflanzt oder so, dass man einfach das, was jetzt in der Baumschule irgendwie ausgefranst und verletzt ist und vielleicht auch schon abgestorben,
dass wir das zurückschneiden, bis wir gesundes, weißes Wurzelgewebe sehen. Und der Pflanzschnitt, der regt dann auch die neue Bewurzelung an. Also da bilden sich dann neue Wurzeln und der Anwuchs findet besser statt. Hier werden die Pflanzkörbe hergestellt, beziehungsweise der Biberschutz. Das sind solche Matten, die sind ja gerade und die müssen ja dann um den Stamm rum und gut befestigt werden. Und da haben wir uns jetzt gestern was ausgedacht. Diese Schutzgitter sind eigentlich für Waldpflanzen, für die Blase und Lerche oder was sonst von Rehen gern gefressen wird. Und wir haben uns für die halt entschieden, oder ich habe das vorgeschlagen, gegenüber einer normalen Drahthose aus Zaungeflecht. Ist da einfach, falls es mal ein sehr großes Hochwasser gibt, kann da das Wasser besser durch oder bleibt weniger Material hängen. Außerdem ist es recht einfach im Aufbau. Und da bohren Mitte jedes Mal? Nee, das reicht einmal hier, einmal in der Mitte, einmal unten. Oder? Vielleicht besser, ne? Oh. Genau. Ja, ja. Oben ich hoffe, dass das euch auch gefällt, ihr das jetzt heute anguckt vielleicht. Ja. Auf jeden Fall sind ihr herzlich willkommen in der Gemeinde Beuron, einmal vorbei zum Gucken und euch die Donau-Schwarzpappel anzuschauen.